Hallo, mein Name ist Eddie und ich spiele Titan Quest Anniversary Edition. Und bevor ich mit dem Spiel anfange, gibt's ein, zwei Kommentare, die ich heute vorlesen möchte. Und zwar einerseits von Matthias, der mir nochmals gratuliert hat zum Let's Play. Vielen Dank dafür. Und ansonsten hat er mir noch einen Tipp zum Leichenkönig gegeben, den ich gerne vorlesen möchte. Und zwar nochmals zum Leichenkönig, den du diesmal nicht aktiviert hast. Effektiver wird er ab Level 5, nebst einem Punkt in Todesnova. Er ist anfällig gegen Flächenschaden, aber dafür durch Gift fast unverwundbar und starker Nahkämpfer. Er wird auch mit Level 5 noch oft sterben, aber dann hat er immerhin Aggro von dir abgelenkt. Und man kann ihn ja einfach neu casten. Wenn du einen Meisterschaftsschrein anklickst, caste ihn ebenfalls neu, dann bleibt er bis zu seinem nächsten Tod 4 Level höher. Wenn du auf ihn verzichten willst, solltest du in der Geistermeisterschaft im Todesstrahlungsbaum besonders die Zeitverheerung ausbauen, denn von der Nekrose profitiert vor allem der Leichenkönig. Gut zu wissen, vielen Dank dafür, Matthias. Und Scav hat noch eine kleine Anmerkung. Genau da. Ich sagte dir doch, die E-Kugeln der blauen Altdragoners sind richtig mies. Die waren es übrigens, die dich gelähmt haben. Da war kein Lag oder Bug. Vielen Dank dafür. Ja, natürlich war es kein Lag oder Bug, aber ich mag es, wenn man das herumschreit, wenn man stirbt. So, und dann wechsle ich über ins Spiel. Zack. Da ist der bekannte Sound. Da kann ich nicht beides gleichzeitig laufen lassen. So, dann starten wir das Ganze mal. Mal gucken, was heute passiert. Letztes Mal war es echt nervig. Ich hatte einerseits technische Probleme. Im Spiel bin ich zweimal gestorben. Und auch sonst war ich nicht auf der Höhe. Ich war einfach nicht auf der Höhe. Muss man auch mal rückwirkend sagen, ich kann es besser. Und heute, das wird ein besserer Cast. Das sage ich euch jetzt schon mal. Wo sind wir denn hier? Wir sind in dieser neuen Stadt angekommen, in Bingsan. Ah ja, noch ein Kommentar von Scav. Ich soll mir doch noch die zwei Nebenquests aus der letzten Stadt abholen. Aufgabenfenster, also nicht abholen, sondern überhaupt machen. Nebenaufgaben. Was haben wir denn hier? Die mit Tonsoldaten zu tun haben. Ich dachte, ich komme noch nicht zu den Tonsoldaten. Aber tatsächlich kann ich da wahrscheinlich einfach schon rein. Deswegen werde ich als allererstes zurück nach Chang'an, um dann in Kiyun weiterzumachen. So, aber ich werde hier auch schon mal die Quests abholen. Ein Tao-Magier von großer Macht lebte ganz allein im Jingle-Tal, nicht weit vom Berg Kiyun. Er besuchte uns jeden Neumond, um Neuigkeiten zu erfahren und reist. Okay. Der Einsiedler-Magier ist wohl eine Quest. Da hinten sind schon Gegner. Das ist echt ein nettes kleines Dorf hier. So, mehr gibt es hier nicht zu holen, ne? Obwohl da hinten ist was Grünes. Das Xue Fang. Aber erstmal zurück nach Chang'an. Oh, und wir sind beim Jadepalast. Sehr gut. Und in Chang'an sollen wir es irgendwie mit Terrakotta-Soldaten aufnehmen. Die Terrakotta-Armee ist zum Leben erwacht. Und wir kämpfen jetzt gleich gegen sie, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich nehme an, hier und hier muss ich kämpfen. Ah, nee. Hier muss ich wahrscheinlich nicht kämpfen. So. Oder waren hier Terrakotta-Soldaten? Nee. Okay, er läuft hier hinten weiter lang. Ich dachte schon, das sei ein Brunnen der Wiedergeburt. Hier hinten war ich doch, oder? Auch hier links war ich doch. Muss ich hier noch weiter? Ah, nee, da konnte ich noch nicht weiter, genau. Wo war denn das denn? War das nur hier, oder wie? Ach, come on, guys. Das nehme ich noch mit. Ein paar Erfahrungspunkte dürfen es dann auch noch sein. Ach, hier hinten sind sie. Die Kollegen. Hereinspaziert. Hallo, klopf, klopf. Mhm. Geht's noch weiter? Drei Quests sehe ich hier und ich habe noch keine davon erledigt. Geht's hier noch weiter? Hallo. Oh, nice. Des Donners bringt mir wahrscheinlich nichts, aber so ein Hakenschwert ist an sich nicht schlecht. Ich weiß nicht, wo es weitergeht.
Habe ich jetzt eine Quest erfüllt? Okay, es ist soweit, ich muss lesen. Chang'an, die Tonsoldaten des Kaisers im Mausoleum des großen Kaisers. Ich nehme an, das Mausoleum ist woanders. Überall Terrakotta. Viele Terrakotta-Soldaten laufen in der Stadt umher. Die Wachen sind abergläubisch und trauen sich nicht in ihre Nähe. Daher können sie den Rest der Stadt nicht beschützen. Besiegen sie die Tonsoldaten in ganz Chang'an. Sind hier noch mehr Tonsoldaten? Ich geh mal ganz kurz raus. Wahrscheinlich sind hier keine. Nee, aber ich kann mir das hier mitnehmen. Kampfmarkierung ist immer gut. Ein Anhänger. Was für ein geiler Wasserfall. Wunderschön. Hashtag Ironie. Hier sind doch bestimmt noch mehr Turnsoldaten. Hallo? Hallo? Da hinten kann ich nicht weiter, richtig? Im Augenblick kannst du die Tür nicht öffnen. Da geht's dann erst später weiter. Ich habe mich mal kurz eingelesen, wie denn hier diese Türen geöffnet werden. Einerseits am oberen und am unteren Rand der Stadt. Wir werden jetzt achtförmig durchs Land ziehen und hier wieder auftauchen später. Das hatten wir ja schon mal so ähnlich. Mich irritiert es jetzt trotzdem, wo noch die restlichen Turnsoldaten sein sollen. Come on, guys. Lasst es einfach sein. Ihr habt doch eh keine Chance. So, diesmal werde ich häufiger hier rüber auf meinen zweiten Bildschirm gucken müssen, um auf Nummer sicher zu gehen, dass mein Mikrofon nicht schon wieder brummt. Das ist leider ein Umstand, den ich immer noch nicht lösen konnte. Da muss ich nur ein bisschen am Mikrofon rütteln, bis es wieder funktioniert. Klingt recht schäbig. Ist es am Ende auch. Ja. Mein Problem wäre wahrscheinlich gelöst, wenn ich mir hier mal so ein Mischpult holen könnte. Und hier einfach mal so ein besseres Setup hätte, aber you know what? Dafür kannst ich diese Tür nicht öffnen. Aktuell nicht gerade das nötige Kleingeld, das kommt vielleicht später nochmal. Und aktuell ist mein Setup auch nicht so, dass ich bemitleidet werden müsste. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. So, nochmal hier gucken. Nein, keiner will irgendwas mit Quests zu tun haben. Ist hier hinten denn noch was? Ist hier noch eine Tür? Hier? No, no, no. Ja, das ist ja was. Ja, war schön, mich hier um diese Quest zu kümmern. Aber, oh, natürlich. Hier bin ich nicht lang gegangen. Okay, dann habe ich das doch gleich. Eine Aufgabe habe ich schon mal. Ach, danke für den Hinweis, Scaff. Und ich wäre fast zu blöd gewesen. Wie so oft, wie so oft. Aber ich habe so langsam den Eindruck, dass ihr ein bisschen masochistisch oder sadistisch unterwegs seid. Eher sadistisch wahrscheinlich. Ich bin hier der Masochist, der sich das antut. Wenn ihr mir zuschaut, aber ich freue mich. Dass es ein Publikum gibt für Leute, die keine Ahnung von Titan Quest haben und es trotzdem spielen. Für mich ist es ja wirklich einfach eine Kindheitserinnerung. Für viele von euch ist es einfach ein Spiel, was sie halt echt einfach in sich aufgesogen haben. Das kann ich nicht behaupten. Umso glücklicher bin ich, dass es euch gibt. So. Schon wieder so ein fakiger Wasserfall. Ich meine so ein alternativer Wasserfall. Dieser Gag wird auch nicht lange standhalten, ganz ehrlich. Wenn ich hier noch in 2 Jahren mit alternativen Fakten Witze machen kann, dann wird es keine schöne Zeit werden. Kräftige Krone klingt ziemlich cool. Ja, mal alles annehmen. Ich kann es ja dann schön verkaufen. Gesundheitsregeneration und Kältewiderstand. Nope, nope und wieder nope. So, jetzt sind wir hier wahrscheinlich im Mausoleum des Kaisers.
Oh, sehr schön. Ach, herrlich. Oh Mann, ey, ich raste aus. Titan Quest sieht manchmal echt fantastisch aus. Und gönnt euch mal den Saal hier. Ach, herrlich. Oder ist jemand? Mal schauen, wie heißt der? Bandari Terrakotta Zauberer abgefahren. Ergibt vielleicht nicht so viel Sinn, aber ich werde ihn mal herbeizaubern. Mir Energie zaubern und dann hier gleich eine schöne Standarte hinmachen. Und let's go. Oh, er teleportiert sich. Okay. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ah, da hinten. Das ist cool. Das ist einfach mal anders als die restlichen Endgegner, die ich bis jetzt gesehen habe. Das ist echt cool gemacht. Das macht auch Spaß. Wow, wow, wow. Ich kann die gar nicht stoppen. Die kann die nur sehr krass verlangsamen. Okay. Ich wechsle mal meine Waffen durch. Warte mal, welche sind die besseren? Das sind die mit Lebensentzug. Das heißt, die sind besser. Wobei da auch schon von Matthias in den Kommentaren die Anmerkung kam, dass es keinen Unterschied macht. Lebensentzug funktioniert jetzt auch bei Untoten, also auch bei Konstruktionen. Oh, da sind wir jetzt. Ah, mal gucken, erstmal die hier platt machen. Wir holen jetzt nochmal den Leichenkönig und eine Standarte und dann greifen wir ihn an. Gut. Er hat ziemlich viel Leben. Das ist mal ein guter Endgegnerkampf. Oh shit, oh shit. Oh mein Gott, ich stehe im Feuer. Ich habe so sehr auf meine Stats geachtet, dass ich das nicht gesehen habe. Yes! 4000. Und das nehmen wir auch mit. Ah, oh, herrlich. Danke, Leichenkönig. Du hast mir ordentlich geholfen. Und da fällt mir jetzt auch auf, dass ich vielleicht mal hier den Trank wechseln sollte. Geht das überhaupt? Nee, Gesundheitstrank wird allgemein als Gesundheitstrank abgekürzt. Und da muss man nicht mal nochmal unterscheiden zwischen dem einfachen und dem besseren. Dann ist das wohl so richtig. Ah, hier. Geist des großen Kaisers. Krieger. Ein altes Übel hat meine Terrakotta-Krieger verwandelt. Du hast diesen Geist zur Ruhe gebettet. Jene, die sich an Pflichten und Rechtschaffenheit halten, sollen belohnt werden. Herrlich, und noch zwei Attributspunkte. So, und an dieser Stelle ein Cut. Und was ich in diesen wunderschönen Truhen finde, das seht ihr beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ich spiele Titan Quest in der Anniversary Edition. Macht's gut und vielen Dank fürs Einschalten.